Meine Damen und Herren, Sie sind genau richtig. Und damit sage ich herzlich willkommen zu Megional, der täglich aktuellen Nachrichtensendung im Mittelerzgebirgsfernsehen mit den Meldungen für unsere und aus unserer Region. Heute ist Dienstag, der 9. Januar und es ist schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mit dabei sind. Hallo, guten Abend und Glück auf! Das neue Jahr ist bereits 9 Tage alt und wie sieht es denn mit Ihren guten Vorsätzen aus? Unter den Top 3 befinden sich auch der Vorsatz, mit dem Rauchen aufzuhören und mehr Sport zu treiben. Und wie sieht es aus? Zumindest die Damen und Herren im Folgenden frönen regelrecht ihrem Vorsatz mit dem Sport. Die Fahrer des Super-Enduro-WM-Laufs in Riesa haben es wieder richtig krachen lassen und den Zuschauern eine spektakuläre Show geboten. Frank Langer war unser Mann am Videomischer und er hat folgende Bilder mitgebracht. In die Sportstadt Riesa ging es für viele Motorsportfans am 1. Januarwochenende. In der Sachsen-Arena fand zum 4. Mal der Super-Enduro-Weltmeisterschaftslauf statt. Für viele Erzgebirger natürlich wieder Anlass, für ein paar Stunden in die Stahlstadt zu fahren. Geboten wurde ein buntes Programm rund um diese Motorsportart. In der nationalen Klasse starteten zudem einige Enduro-Piloten aus unserer Region. Dazu gehörten Karl Weigelt sowie Mike Schubert und Nick Emrich. Strecke sieht ziemlich anspruchsvoll aus. Anspruchsvoller wie in Polen auf jeden Fall. Ziemlich wenige Stellen zum Ausruhen. Wir probieren es mal mit einem ruhigen Gefühl, gehen wir ran. Ich versuche möglichst wenig zu springen, um Kraft zu sparen. Werden wir sehen nach dem Training, wie es läuft. Strecke ist gut. Fitness, ja, wie man es eben so bis jetzt betreiben konnte und fahrtechnisch. Schauen wir mal, wie es wird. Nick, auch für dich ein guter Start ins Jahr? Ja, mal sehen. Ich habe mich nicht groß vorbereitet. Mehr oder weniger aus der Kalten. Einfach Spaß haben, nicht verletzen und das Beste daraus machen. Organisiert wird das Motorsportspektakel von einem Team rund um die Auerswald-Brüder aus dem Erzgebirge. Unterstützt werden sie dabei aktiv vom MSV Riesa, dessen Vereinschef Frank Hengst ebenfalls im Erzgebirge, genauer gesagt in Lippersdorf, aufgewachsen ist. Der Regisseur im Streckenbereich während des Rennens ist Patrick Hess. Der frühere Enduro-Sportler hilft inzwischen bei recht vielen solchen Rennen, die Abläufe zu koordinieren. Oh, es ist absolut, die Strecke ist wieder top. Die Fahrer sind alle begeistert von der Strecke, auch die Teamchefs, wo ich jetzt gerade, ich habe mich gerade mit Andi Hölzel unterhalten, der sagt von Husqvarna Werksteam, der sagt, boah, absolut geile Strecke und so. Und die Fahrer sagen auch bis jetzt nur gutes Feedback. Und also ich bin ganz zuversichtlich, dass wir heute wieder eine absolut geile Show hinziehen. Der an der Schweiz arbeitende Thüringer ist mit Herzblut dabei. Nach den Trainings- und Qualifikationsläufen, welche bis ca. 16 Uhr liefen, ging die Veranstaltung um 18 Uhr mit einer Feuershow und der Vorstellung der Profis richtig los. Aus Deutschland für euch, Manuel Mani Lettenbichler! Hier war es nur Manuel Lettenbichler, der als Deutscher startete. Bei den Junioren bildeten Leon Henschel und Kevin Gallas die deutsche Vertretung in der Super Enduro WM. Gerade letzterer nutzte den Heimvorteil für sich aus. Den nach dem Auftakt der WM in Krakau Viertplatzierten hatten offenbar die wenigsten auf dem Schirm. Der Karlsruher holte sich souverän den Tagessieg. In die Prestigeklasse war der mehrfache Meister Teddy Platzusiak nach seinem Rücktritt vor einem Jahr aus dem aktiven Motorsport nun zurückgekehrt. Der Pole bedrängte den aktuellen Weltmeister Colton Haker aus den USA zwar nur kurzzeitig, musste sich wie dieser aber am Ende dessen Landsmann Cody Webb geschlagen geben. Wenn Pole Zweiter wird und Mike Hartmann gewinnt, dann ist ja Mike Hartmann auch der Tagessieger. Also in der nationalen Klasse war es wieder Mike Hartmann, der auf dem vordersten Platz landete. Also Mike Hartmann bekommt angezeigt eine Runde noch, hat jetzt einen gewissen Abstand vor Pole. Insgesamt ein Motorsportspektakel, das rund 6000 Besucher in die Sachsen-Arena lockte. Darunter unzählige Erzgebirger, die nicht nur Publikum waren, sondern die Veranstaltung aktiv mitgestaltet haben. Was für ein Event, liebe Zuschauer! Mehr solcher spektakulären Aufnahmen gibt es ab kommenden Samstag bei uns im Wochenrückblick. Und das Jahr 2018 hält ja noch mehr solcher Veranstaltungen bereit. Stichwort Getzenrodeo.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wer es hingegen etwas ruhiger angehen lassen will, der sollte sich einen Besuch der Böttcher Fabrik in Pobershau mit auf den Plan schreiben. Wir haben uns heute schon mal dort umgesehen. Frau Franke Reichel, die Stadt Marienberg hat ja viele museale Einrichtungen und die Böttcher Fabrik in Pobershau ist eine davon. Und genau diese Böttcher Fabrik blickt ja auf eine lange Historie zurück. Ja, die Böttcher Fabrik ist schon mehrere, fast 100 Jahre alt, Ende des 19. Jahrhunderts. Mit dem Niedergang des Bergbaus und der Industrialisierung hat sich Oskar Böttcher hier ein Anwesen geschaffen mit dem Bau der Fabrik hier, ursprünglich eigentlich in Gebürge. Und später ist es dann ja zu Pobershau gekommen. Oskar Böttcher hatte eigentlich, ja, kann man sagen, eine zweite Chance gehabt. Er war nämlich ursprünglich Lehrer und hatte durch eine Kehlkopfentzündung sein Lehramt abgeben müssen und hat sich eine zweite Existenz hier in Pobershau aufgebaut. Wichtig war natürlich, dass man hier vor allen Dingen Wasser hatte und genügend Arbeitsplätze. Und durch den Wegfall des Bergbaus war das beides auch gegeben. Wasser, ja, wir kennen alle die Rote Pockau, die hier im Dorf entlang fließt. Und die spielt auch für die Böttcher Fabrik eine große Rolle. Für den Antrieb, ne? Wasserantrieb. Was wurde denn hier so produziert? Ja, ganz am Anfang einfache Holzteile, Bürstenhölzer vor allen Dingen und die Holzgehäuse für Kaffeemühlen. Und später, das wissen die meisten ja, gehörte auch die Böttcher Fabrik zur Ferrozeit oder zu dem Ferrounternehmen dazu. Und da hat man hauptsächlich Kindermöbel hergestellt für Kindergärten und Schulen. Aber auch die heute noch bekannten Wäscheständer sind also hier hergestellt worden. Und nun gehört es oder ist es ein Ausstellungsobjekt mit wechselnden Ausstellungen? Welche findet man denn derzeit hier? Unsere Ausstellung, die wir derzeit haben, die Sonderausstellung, handelt um Märchenfiguren. Wir haben einen Wolkensteiner, ja, kann man sagen, individuellen Künstler gewinnen können. Er lebt nicht von seiner Tätigkeit, sondern macht eigentlich was ganz anderes, das sage ich gleich noch. Aber er lebt in Wolkenstein im Ortsteil Schönbrunn und wir haben durch den Kontakt mit dem Schloss Wolkenstein seine Kontaktdaten bekommen und er war bereit, hier auszustellen. Gezeigt werden hauptsächlich geschnitzte Märchenfiguren, die er ganz individuell und vor allen Dingen auch sehr großformatig hergestellt hat. Von wann bis wann kann man denn diese Ausstellung besuchen und bestaunen? Unsere Ausstellung ist noch bis 28. Januar zu sehen. An diesem Tag wird es auch, kann man sagen, eine Fastfinissage geben, gemeinsam mit dem Verein Max Christoph und Gottfried Reichel e.V. und Constanze Ulbricht, die da die Fäden in der Hand hält, wird es einen Hutzen-Nachmittag geben. Und in diesem Rahmen wird es auch eine Märchen, eine Verlosung des hier befindlichen Rätsels geben. Also wir haben einige Märchenfiguren mit Rätselnummern versehen und für Kinder ist es sozusagen möglich, die Rätsel, also die Märchenrätsel zu erraten und aus diesem großen Sammelsurium von Märchenrätselzetteln ziehen wir dann 5 glückliche Gewinner, die einen Schnitzkurs bei Martin Stockmann machen können. Jetzt in diesem Ausstellungsraum kann man noch ein besonderes Ausstellungsstück entdecken in Form einer Pyramide. Was hat es denn damit auf sich? Ja, die Pyramide ist erst kurzfristig zu uns gekommen. Siegfried Martin von der Bergbrüderschaft hat sie uns zur Verfügung gestellt, ist also der Leihgeber der Pyramide. Und sie ist also ein besonders tolles, großes Exemplar. Er hat gesagt, bei ihm konnte er sie nie aufstellen, weil sie so groß ist. Und wir haben von ihm noch die Information, dass sie von einem Emil Schönherr gestaltet worden ist in den 20er, 30er Jahren, also auch schon über 100 Jahre fast alt, diese Pyramide. Und sie ist auch wirklich sehr schön gestaltet. Nun aber zurück nochmal zu dieser Sonderausstellung. Wer hat denn diese wunderbaren Märchenfiguren geschnitzt? Martin Stockmann ist der Hersteller der Figuren und das Besondere an ihm ist eigentlich, dass er das so nebenbei macht. Also er lebt nicht von der Arbeit und arbeitet eigentlich oder es hat eine Professur an der Technischen Universität in Chemnitz und ist als in der Mechanik sozusagen tätig, in der experimentellen Mechanik. Der Erzgebirgskreis investiert weitere Millionen in Kreisstraßeninstandsetzung und den Kreisstraßenneubau.
Das Thema Infrastruktur ist auch 2018 ein wichtiger Investitionsschwerpunkt. Das betrifft sowohl die Straßenunterhaltung mit entsprechenden Instandsetzungsmaßnahmen als auch Vorhaben zum weiteren grundhaften Ausbau von Kreisstraßen. Seit 2008, also seit Bestehen des Erzgebirgskreises, wurden bislang 135 Kilometer, das sind 41% der Kreisstraßen im Erzgebirgskreis, instand gesetzt. Auf 34 Kilometer erfolgte ein grundhafter Ausbau. 2017 investierte der Landkreis weitere 3,5 Millionen Euro in die Instandsetzung von 10 Kilometer Kreisstraßennetz und voraussichtlich 6 Millionen Euro in den grundhaften Ausbau seiner Straßen. 10 Millionen waren geplant, konnten aber wegen verspäteter Fördermittelzusagen nicht verbaut werden. 2018 stehen für die baulichen Maßnahmen zur Kreisstraßeninstandsetzung 3,5 Millionen Euro wiederum im Plan. Für den Kreisstraßenneubau sind insgesamt 8,4 Millionen Euro vorgesehen. Dazu kommen noch die Weiterführungen aus 2017 mit einem Volumen von ca. 4 Millionen Euro. So werden unter anderem auch folgende Kreisstraßen gebaut. Die K8104, der Ausbau der Ortslagesatzung mit 900.000 Euro. Die Kreisstraße 8113 in Dürntal, dritter Bauabschnitt, ebenfalls 900.000 Euro. Und der Ausbau in Groß-Olbersdorf, erster Bauabschnitt mit 850.000 Euro. Es gibt also viel zu tun und die Fahrzeugführer brauchen ein strapazierfähiges Nervenkostüm. Liebe Zuschauer, wir tun jetzt auch was. Wir blicken nämlich mal in die Polizeiberichte. Heute in den frühen Morgenstunden wurde der Anhänger dieses tschechischen Lkw auf einer Brücke der Ortsumfahrung B174 Marienberg nähe Abfahrt Süd von einer Sturmböe erfasst und kippte dabei auf die Gegenfahrspur. Die Bundesstraße wurde daraufhin in diesem Bereich voll gesperrt. Nach umfassenden Sicherungsmaßnahmen durch eine Spezialfirma wurde der Anhänger gegen 11 Uhr wieder aufgerichtet und abgeschleppt. Danach war die B174 wieder für den Verkehr freigegeben. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. Zahlen zum Sachschaden liegen nicht vor. Die Geschwindigkeiten werden morgen am Mittwoch unter anderem wieder in Zschopau Lange Straße kontrolliert. Darüber hinaus verstecken sich auch wieder die Kontrolleure im Auftrage des Landratsamtes an den üblichen und bekannten Stellen. Also achten Sie einfach auf einen dunkelgrauen bzw. hellgrauen Caddy am Fahrbahnrand. Ja, und auch die Videomessfahrzeuge der Polizei sind auf der B174 und B101 wieder unterwegs. Deshalb, meine Lieben, Augen auf und Fuß vom Gas, das spart Geld und Ärger. Ja, was fehlt nur noch in unserem Serviceblock? Das ist das Wetter und das gibt's jetzt. Nebel bzw. Hochnebel beschäftigte uns bis heute Mittag. Schuld daran war der stramme Wind, der warme Luft zu uns hereingebracht hat. Nun, heute Abend und in der Nacht ist der Spuk dann vorbei. Der Wind hat sich beruhigt und hinterlässt einen bedeckten bis bewölkten Himmel. Auch größere Wolkenlücken können über unserem Sendegebiet sich auftun. Aber auch mit gelegentlichen Tröpfeln müssen wir rechnen. Das Niederschlagsrisiko beträgt 50%. Also sollte vorsichtshalber die Regenjacke zur Kleiderordnung dazugehören. Ja, temperaturtechnisch, liebe Zuschauer, meine sehr geehrten Damen und Herren, erreichen wir die bisherigen Nachthöchstwerte im Januar 2018. In Olbernhau-Grüntal stehen 3 bis 5 Grad in den Thermometern. In Marienberg-Dörfel gibt es zwischen 2 und 4 Grad und die Zschopauer bekommen milde 4 bis sogar 6 Grad. Wie schon angedeutet, ist dem Wind die Puste ausgegangen. Er weht nur noch gering mit um die 9 km pro Stunde aus südlicher Richtung. Um es vorwegzunehmen,
Der Mittwoch wird der schönste und wärmste Tag der Woche. Der Tag beginnt leicht bewölkt. Im weiteren Tagesverlauf wird der Wolkenanteil noch kleiner und das gibt der Sonne die Chance, bis zu 6 Sonnenstunden zu liefern. Niederschläge sind dabei nicht zu erwarten. Das Niederschlagsrisiko beträgt 0%. In den Abendstunden ziehen dann wieder mehr Wolken oder Nebel auf. Es ist möglich, dass der böhmische Nebel oben auf dem Kamm morgen Dauergast sein wird und das Bergvolk nichts vom Himmel blau sieht. Nun aber zu den Temperaturen. Oben in Deutschneudorf gibt es immerhin 1 bis 4 Grad. Im Erholungsort Poberschau werden zwischen 1 und 5 Grad und in Amtsberg, dem Tor zum Erzgebirge, klettert das Quecksilber auf 1 bis sogar 8 Grad. Der Wind dreht im Tagesverlauf von Süden auf Nordwesten und bringt dann Kaltluft zu uns und das wirkt sich natürlich auf die weiteren Tage aus. Hier ist nun der weitere Ausblick auf die kommenden Tage, liebe Zuschauer. Der Donnerstag wird ebenfalls sonnig bei einem klaren bis leicht bewölkten Himmel. Niederschläge gibt es dann nicht und die Temperaturen klettern auf minus 1 bis 4 Grad. Der Wind weht dann nur noch gering aus Nordwesten. Am Freitag bleibt es auch weiter wolkig bzw. bedeckt. Die Sonne ist dabei Mangelware. Dafür mischt sich leichter Regen ins Wettergeschehen ein. Bei den zu erwartenden minus 1 bis 3 Grad kann es dann wieder glatt auf den Straßen werden. Der Wind weht weiter aus Nordwesten. Ja, morgen, liebe Zuschauer, gibt es dann schon den ersten vorsichtigen Ausblick auf das kommende Wochenendwetter. Ja, liebe Zuschauer, da sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Das war Megional für heute. Mit den aktuellen Meldungen sind wir wieder pünktlich morgen für Sie hier zur Stelle, wenn Sie denn mögen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn wir Sie dann wieder begrüßen dürfen. Übrigens, mehr von uns und das Ganze nochmal zum Anschauen gibt es im Internet unter www.mef-line.de. Das ist auch ganz praktisch für unterwegs, sollten Sie sich mal nicht im Sendegebiet aufhalten und doch informiert sein wollen. Einfach reinklicken. Damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, eine geruhsame Nacht und ich sage Tschüss, bis morgen.